mir Puttengeschnetzelt ist. Und ich zeige euch, wie wir das am besten machen. Alles, was wir brauchen, ist Pfeffer, Salz, Zwiebel, Öl und natürlich Puttenfleisch. In den folgenden Minuten werden wir miteinander ein wunderbares Puttengeschnetzeltes machen mit Pasta und ich hoffe, ihr schaut zu. So, zuerst müssen wir mal die Zwiebeln machen. Die Schale befreien. Die Schale gefällt mir auch nicht. So, da durchschneiden. Okay. Es ist oft so, dass die Schale mehrere Schichten durch getrocknet ist durch die Sonne und dann ist es natürlich nicht so gut, wenn das dann im Kochtopf landet, weil das schmeckt nicht sonderlich gut. So, Zwiebel schneiden ohne drinnen, manchmal geht es, manchmal nicht. So, wenn das mal weg ist, dann geht's. So. Okay, ich werde inzwischen die Zwiebel schneiden. Und wir sehen uns dann beim Fleisch wieder. Also der Beweis, auch ich habe gewarnt beim Zwiebelschneiden. Sollte ich ein eigenes Tutorial lesen. Aber ja, manchmal ist so, manchmal nicht. Übrigens, Zwiebelschneiden ist keine Hexerei. Am besten einmal quer. Nicht ganz durchschneiden, sollte eher dünn sein, bei mir wird es meistens dick, dann umdrehen und das Ganze so schneiden. So, ich bin ja der herzhafte Typ, meine Zwiebeln sind meistens größer als sie sein sollten, ich meine die Zwiebel selbst nicht, aber das Endprodukt. So, einmal check. So, nächste Zwiebel. Jetzt gleich wieder losgehen mit der Rührerei. Das was drauf, das hat mir nicht gefällt. So. Wichtig ist nur, dass der Zwiebel im Kochtopf kleiner ist als in der Originalversion. Das heißt, da kann man sehr wichtig ist, bevor man das Fleisch angreift, dass man sich zumindest die Hände wäscht. Ich habe sie schon vorgewaschen im Badezimmer. Ich tue es jetzt nochmal in den Keimen. So, Puttenfleisch ist da überhaupt sehr anfällig. Das erste Stück aber. So, da. Na, mal schauen. So. So, das Ganze hat jetzt ein bisschen was für Kochen für Männer. Ich meine, Sushi-Messer habe ich keins. Die besten Schnetzler sind sowieso die Chinesen oder Japaner. Aber der Endeffekt zählt und der ist meistens gut. So, jetzt hätten wir das Fleisch, einmal fertig. Kommt immer darauf an, wie viel Fleisch wir hat, wie lange es dauert. Ich werde das ein bisschen salzen jetzt da. Ein bisschen pfeffern. So. Dann ein bisschen umdrehen das Ganze, damit ein bisschen Schmack reinkommt. So, noch pfeffern. So, genügt. Vollkommen. So, und jetzt warte ich noch, bis das Fett kocht. Und wie man sieht, fängt es schon langsam ins Brutzeln an. In der Zwischenzeit
wir wollen ja nichts verschenken, werde im Hintergrund die Nudeln herrichten. Ich hau schon mal Salz ins Wasser. So, Auftragsprobe. Passt. Dann werde ich die Nudeln kurz in den Wasser geben. Also keine Nudeln Fusilli. So. Also Fusilli. So. Das da hinten dann einmal gekocht. So, da hinten kochen die Nudeln dann. Und da brutzelt dann mal das Fleisch dann. So. Im Momentum tut sich noch ein bisschen was. So. Ein bisschen schärfer soll es noch braten. Aber das geht eh noch anbraten. So, und das Fleisch rein. So. So. Jetzt gehen wir mal alles rein. Öfters mal umrühren. Wichtig ist, dass es eigentlich nur scharf anbraten ist. So, jetzt sind wir wieder drin. In der Zwischenzeit werde ich mal Wasser herrichten, damit das Wasser mal heiß. So. Das kommt nämlich dann aus brutzelndes Fleisch drauf, damit das Ganze köchelt. Weil es wird dann eine Soße dazu gemacht im Fleisch und das Fleisch köchelt dann mit der Soße oder mit dem Wasser, besser gesagt. So, jetzt einmal. Ich hoffe, ich bin zu hoch. Dann ist das ganz gut hier. Dann gehen wir mit Wasser dazu. Okay, das reicht einmal. Und jetzt müssen wir warten, bis das Ganze kocht. So, in der Zwischenzeit machen wir jetzt da mal für die Soße eine Art Bindemittel. Das heißt, durch das Mehl mit Milch, kann auch haltbar Milch sein. So, ist ähnlich wie beim Pudding. Das werden wir dann noch ein bisschen würzen. Was eigentlich Blunzen ist, aber wurscht. Ich mag es trotzdem. So, dann nehmen wir. Nicht, dass ich die Einbrenze am Schluss auch nicht gibt, dass das dick wird. Bindemittel. Das wird aber nicht zu viel werden, sonst haben wir dann einen Sterz. Und das kann ich Lumpen drin sein. Das gescheit rühren. Und das Ganze kommt dann zum Schluss rein. So, wie man sieht, kocht es momentan wie Sau. Und ich schätze, in ein, zwei Minuten können wir dann die Sauce dazugeben, also die vorbereitet. Und jetzt lassen wir die Sauce, also was wir vorbereitet haben, die Art einbrennen, lassen wir da jetzt reinrinnen, damit das nicht zu dick wird. Ich will mal zurück da. So. So. Die Nudeln kochen auch schon, das Wahnsinn. Die drehen wir zurück auf 2. So, dann haben wir es jetzt al dente gekocht oder jetzt der wach gekocht. Bleibt da jeden selbst überlassen. Man muss halt immer wieder eine Nudel rausnehmen, kosten, dann sieht man sie. Es sollte halt eine Mindestzeit sein, aber das sieht man ohnehin. So.
schnell, wenn es lang ist. Also es ist ziemlich einfach. Und eine halbe Stunde kann ich im Klo auch sitzen. Das passt jetzt nicht her, aber es stimmt. So, und jetzt lassen wir es köcheln. Währenddessen drehen wir da die Schrauben um. Das Wasser wieder ein bisschen wenig. Wasser. Machen wir den Deckel wieder. Am besten man gibt sie ein bisschen aus Wasser. So raus. Und den Deckel. So. Das ist der nun verbrennt. Das Ganze ein bisschen ziehen lässt, dass das Fleisch den Geschmack annimmt und so weiter. Ganz wichtig. Das ist very impotent, also impotent. Kann immer noch Milch dazugeben. So. So. So, man kann immer noch Milch dazugeben oder die Spirulen jetzt da so lange kochen lassen, bis Matsch sind. Bleibt jedem selbst überlassen. Ich mache es heute so. Ich habe es euch da mal gezeigt, was man alles braucht ist. Buttonfleisch, Zwiebel, Öl, Salz, Pfeffer, Fusilli oder was auch immer. Milch, Wasser. Ja. Ich glaube, ihr habt alles gesehen. Und ich hoffe, ihr kocht es irgendwann einmal noch. Und es war gut erklärt. Also, ich werde es dann kosten und ihr könnt es reinschreiben, ob das Video euch was gebracht hat, ob es geschmeckt hat oder nicht. Für Brechreiz und so übernehme ich keine Haftung. Mir ist noch nie passiert, außer in Ägypten, aber wurscht. Also dann, wiederhören.